Hey Leute, willkommen zurück zu Oxenfree. Bevor es jetzt hier bei uns weitergeht, will ich ganz kurz eine Info noch loswerden. Und zwar, wir haben uns gerade kurz in der Pause besprochen, wie wir das machen wollen hier im Video, weil ihr habt ja gemerkt, man kommt nicht wirklich oft zu Wort. Ich habe nachgeguckt und das Spiel soll angeblich sechsmal so viel Text haben wie das durchschnittliche Telltale-Spiel oder eines der durchschnittlichen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich versuchen, wie gehabt, weniger zu reden, nicht so viel in die Dialoge zu quatschen und einfach Spaß zu haben No mit euch. way. Genau, wir versuchen dann ab und zu mal, so wie hier jetzt, einfach kurz Pausen zu nutzen und das auf Pausen zu, oder wir drücken einfach auf Pause. Aber jetzt reicht's. Wir machen Any day. weiter. Achso, ja, ich sollte sagen, wir haben While we're uns young dazu things. entschieden, den Controller mal auszuprobieren. Ja, was will er von mir? Seriously, Alex, just pull out your radio and tune it. Ah, ich muss gedrückt halten, okay. Hat er gesagt, was für eine. Er hat es bestimmt gesagt, ne? Ich habe es nicht gesehen. Hatte das. Okay, Er wird es gleich nochmal sagen. Er meckert dir dann. oh, es ist aber. Das? Nein. Also, lustig ist das. Das hört sich an wie. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, bin ich immer mit so einem. Wir hatten so ein richtig cooles Walkie-Talkie und es hat auch immer Dinge empfangen aus meiner Siedlung. Okay. Also man hört es jetzt nicht, aber also das Gamepad vibriert auch extrem. Aber ich weiß nicht, was passiert denn von mir? Ich komme da überhaupt nicht weiter. Und jetzt wackelt es extrem. Kann ich jetzt einfach weiterlaufen? Was will er von mir? Holy Ah! crap! Wow, it's even cooler than I thought it would be. This is insane. Okay, sorry, Leute. If you move around, it kind of changes too, I think. Like, over at this pile. Here, come over here and try it. Okay, sorry, Leute. Ich dachte, ich muss jetzt einfach Den Sinn nur die finden. Frequenz finden, aber ich musste mich dann halt auch bewegen damit. Okay, und jetzt? Dann sollst du es nochmal ausprobieren. Hat er gesagt. This is so cool. I know. Clarissa and Nona should see this, right? I mean, I know it's like weird with you guys or whatever for some reason, but they're fine where they are. Okay, just what Okay. is Clarissa's issue with you two? She's a monster. The problem is that she's a monster who can't help monstering out on everybody. Kurz überlegt, ob es die Farben sein sollen. For a little while way Aus back der when. Richtung. Whatever, she never liked me. Not even then. I was always the little sister who got in the way, who she had to climb in through windows to sneak around. Clarissa's the kind of person who doesn't feel full unless she's pissed at somebody, so. Brownies are kicking in. Haben wir nicht auch einen bekommen? Oh ja. Kind of. I got it. Okay, good. Now, there's another cool spot, I think over here. Und dann finde ich es mal raus. Nächste Steinhaufen. Ja, zum Thema you wanna bring it on Trinken, over? Spaß haben und Drogen nehmen, fällt mir ein. Jetzt kommt's. Ich hab, nee, ich hab mich Bring the geirrt. noise, as they Wir haben say. uns doch gefragt, wie alt die sind. Ich hab gesehen, Alex ist 17. Das Warum macht heißt, sie gerade nicht, was was ich du will? möchtest? Ja, sie ist zu Weil spät. sie ein störrisches 17-jähriges Teenager Ja, aber bin. nee, aber ernst, ich drück die Taste und das passiert nicht. Geh mal weiter nach links und versuch's. Muss ich hier hin? Oder muss ich zu ihm, direkt bei ihm stehen? Das ist ja. Aber ich kann das Radio nicht aktivieren, deshalb passiert nichts. Egal welchen Knopf ich gerade drücke. Deswegen versuch doch mal, es weiter links zu aktivieren, wo es ging, und dann mit dem Ding rumzulaufen. Ja. Aha, warum geht's jetzt? I don't know. Okay. Aber ich finde das Radio schon ziemlich cool. Okay. Oder läuft er da nicht? Sounds so. Yeah, it sounds. Ja. It sounds Painful. like painful. Yeah. Wait, what was that? There's like, Ich darf da this is gar nicht gonna sound hinlaufen. stupid, but Ah, doch, there's da. like something in here. Famous last words. Famous last. No, I see it too. I'm sure there is something in there. Like,
A giant rabies-filled bat, or a maniac who wears mannequin wigs. Or it kind of looks like a pool or something. Like a freshwater one, maybe. Let's check it out. It's not that far in. If it's a pool, that'd be cool. Gut zusammen, so als Geschwister. Cool pool. Fortune favors the bold. Bye. Wait a minute! Jonas! Well, I am going to just rest against here, because I think... I think I mismeasured the magic. Ach, er hat einfach nur Angst. Jetzt ist der Text so halb abgeschnitten. Ja, you mean Brownie stand da, also... Was ich hätte sagen können, da. Ich hatte noch irgendwelche Optionen. Okay. Die rothaarige war Clarissa, ne? Und hier vorne ist, Nora? Nona. Okay, got it. Oh, 2 Stunden später. Ja, war es so. Früh am Tag. Wow. Endlich sind wir mal allein. Jonas, come back! Und können was sagen, wolltest du sagen? Ich finde die Synchronstimme so eine Hammer. Ja, absolut. Ich muss gerade noch herausfinden, welche Knöpfe ich mich hier brauche. Ernsthaft, welchen Knopf? Hallo, Leute? Der. Das ist immer fies, wenn man die Steuerung umstellt, wenn man schon spielt. Ja, aber nett, also es ist jetzt wirklich in-game, es gibt ja heute viel in Spielen, dass man einfach nur umsteckt, oder wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht die Maus nehmen würde. Wahrscheinlich kann ich jetzt, ja, das war jetzt zum Beispiel Tastatur. Ich kann einfach dazwischen klicken, haha. Ja. Und jetzt fließen wieder zum Gamepad, das ist ganz gut. Oh, das ist so wunderschön, finde ich, auch von den Farben. Ja, kann ich auch erinnern. Und ich finde, die Figuren heben sich auch schön ab. Ja. Vom Hintergrund, aber sind nicht zu abgehoben. Jenny, wie haben Sie das genannt hier? Ein Walkie-Talkie-Game? Walking-Talking-Game, die Entwickler. Finde ich, trifft das sehr passend. Also, Sie haben gesagt, Sie verzichten auf Cutscenes beispielsweise. Na, gibt's wohl gar nicht, aber dafür wird halt die ganze Zeit geredet. Genau, weil Sie finden es immer sehr schade, dass in Spielen oft halt nur entweder nebenbei geredet wird, wenn man sich bewegt, aber meistens bleibt man stehen, man quatscht miteinander. Ja. Sie wollen das so natürlich wie möglich machen. Ja. Und, ja, meine Fresse, soll dieses Spiel viel Text haben, ne? Ja, also angeblich ist das Skript 12.000 Seiten lang. Zeilen, ja. Nee, Seiten lang. 12.000 Seiten und 12.000 Lines insgesamt sind es an Sprachtext. Du hast gerade zweimal das Gleiche gesagt. Ja, das Skript ist ja auch mehr als die Dialoge. Achso. Jonas, are you alright? Nee, und auf jeden Fall so ein Durchschnitt dieses Telltale-Game hat dann wohl irgendwie 2000 Lines, von daher. Schauen wir mal. Wir hören uns dann vielleicht bald nicht mehr. Dann muss ich jetzt hier runter? Ja. Ja. Ich bin echt gespannt. Ja, erster Eindruck, viel, viel besser mit dem Gamepad. Mich hat es im ersten Folge ein bisschen genervt. Wir wollen es einfach mal ausprobiert haben, wie das beide Steuerungen halt so sind. Aber es ist schon cooler natürlich, wenn man jetzt hier nicht die ganze Zeit den Mauszeiger sieht und ist ein bisschen unpraktisch gewesen, so von der Tastenbelegung. Ja, so weit auseinander alles, ne? Und da brauchst du auch noch 3 Sachen, hast du zwei Hände. Ja, auch mit dem Radio und so. Ja. Ich musste jetzt nur gerade erstmal rausfinden, wo was ist, aber jetzt glaube ich, weiß ich es. Nein! Nein, hallo! Hallo! Danke. Oh, die Spiegel. Why would a guy bring an ashtray down here? Or a pen? Geil. Finde ich schön, dass du so ganz langsam laufen kannst. Ja, vorhin habe ich mich auch gefragt, ob man jetzt kriechen muss oder nicht, aber hier... Total cool mit der Spielung hier vorne. Genau, wollte ich auch gerade anschneiden. Was, See a man about a dog. Sure, will do. Why did you run off without waiting for me? Jesus, you scared me. Oh, I scared you? You scared me. I had no idea where you were. I'm sorry for going ahead. I thought I heard somebody down here, but you know, obviously there isn't. But isn't this place incredible? I mean, I don't even know how this happens. It's honestly creeping me out. I feel like we're in Satan's underground lair. It's a little creepy, but I mean, it's all just a cave. Just a natural cave.
Whoa. See? That's what I heard. It sounds like a person almost, right? Was? Kinda? I don't know where it's coming from. What could that be? Echoes? Sounds of the ocean bouncing off the walls? Beats me, I failed geology. There was a light in here somewhere. I still want to see what made it. It must just be further in. Let's try and find it before we go back. Hat er eine Taschenlampe in der Hand? Ja. Und ich glaube, er hat sein Handy. Ja. Eine Taschenlampenfunktion. If it's cool, we can get the others. And if it's not, we'll just leave. Wow, es ist echt wunderschön. Like, what is this made out of? Is it ice? I don't know. Pockets of it are cool. What? Wow, how is that? Did you see the floating triangle light thing? No, where? Nur das Dreieck, was sich da umdreht. The air, right there. It must be like a rainbow or like a reflection of light. Those exist, right? Cave triangle rainbows. It doesn't really look like a trick of light, Jonas. It looks like someone's science fair project just floating there. I think this is all tied to when you tuned in those weird signals out there and the, what am I trying to say? I think that you tuned in this little guy somehow. I think it's all the same thing. Well, if I did, neat. I finally know what it feels like to catch a big trout. Try your radio. Maybe that's like a frequency or something. Like if it'll have an effect. Yeah, good idea. Maybe it'll dance or twitch or something. Let's do it. Come on. Radio time. Ich muss an seiner Stelle schon mal hin. Kann ich nicht. Oh. Das ist die Map. So. Gut zu wissen, ne? Das ist die Schultertaste gewesen. Alex, really, I wanna see what it's gonna do. Ja, ich würde es auch gerne, aber warum geht denn das nicht? Leute. Rechte. Ja, ich richtig schuld, passiert überhaupt nicht. Ja. Muss ich, wo will er hin, dass ich. Oder wir benutzen einfach mal die Tastatur. Nein, nehmen uns die Zeit. Aber ernsthaft, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Ende. Ist es das Gamepad oder ist es das Spiel? Aber... Hä? Ich drücke hier alle Tasten einfach mal. Da ist nur die Map, okay. Please. Hä? Please, Alex. Please. Wo kommt das jetzt her? The tuning thing. Ich weiß nicht. Vielleicht bist du zu ungeduldig. Maybe. Ach, ich glaube, das wollen wir nicht. Wir suchen den okay, Raus-Sound. Just... Do whatever you want. Aber ich glaube, allein in seinem Rumgenörgel stecken schon ein Dutzend Lines. Oh ja, das Dreieck ist rot. Oh mein Gott. Ist das... Are you... Is this... You? Are you doing this? Yeah. Okay, warte, da war es. I can't even, like, what is, what? Oh nein, was tust du? I know, I know! Ganz raus, was wie es geht. Man muss halt den nächsten Triggerpunkt gewissermaßen finden. Mhm. Den man dann halten muss. Boah, das ist gerade sehr langsam. Dieser Bass in den Ohren ist der Hammer, ne? Wie das so mitschwingt. Ja, okay. Here we go. Haben wir erwähnt, dass es ein Teenie Horror Thriller sein soll? Jonas? Hello? Dear? No. Every line is. Uh,
This is insane. Oh, yeah. Who are you on the... Listen, Bob 2. Shave 2. Sleepy. Time. Yeah. Is possible. Maybe, but I don't really... Bob 2. Leave, children. Bye. Others. See you soon. Alex! Oh, well, okay. What? Klar. Warum nicht? Sind wir gerade... Unter Wasser? Wasser? Konnten mich auch nicht bewegen. Okay, das ist interessant. Wir haben uns jetzt kurz in der Pause gefragt, wann wird es übernatürlich? Ich glaube, das war der Moment. Also schon fast eine Stunde haben wir gut geschätzt. Ja. Aber ich weiß immer nicht, was gerade falsch gemacht hat, dass dieses Radio nicht funktioniert. Naja. Sind wir jetzt draußen? Oh ja. Eine Stunde. Alex? Aber are you okay? Hell? You all right? I thought you were dead for a minute. What happened? That is a very good question. Look, I'm just gonna cut to the whatever. Like, I don't know exactly what happened back there. But the sign says that's an old communications tower, and I don't know about you, but I want to climb that ladder, call somebody, and get the hell back home as fast as possible. I don't want to be the party pooper here, but the party just kind of pooped. We can't leave without my friends, okay? You're... Ren, sure, but does that list really include Clarissa? I'm not saying leave her, but I just want to get this whole escape thing moving. Well, maybe not Clarissa, but the rest we have to round up first. Okay. Oh, and not for nothing. I'm fine with a little de-pantsing or whatever if the weather's right for it, but if this... Hardin Tower. Oh, it's called that, I think, because the radio man who watched it, he was Major Richard Hardin. I don't know why I remember that. Wait, the guy's name was Major Dick Hardin? Oh, grow up. Oh, come on. Oh, that's amazing. Dick Hardin, and they named a tower after him. Okay, es ist schon ziemlich gut. Jetzt möchte ich mal nachdenken. Ich möchte meine Antwort korrigieren. Oh. Vor allem ganz schön das Gerät. Oh ja. Yeah. Heißt auch Dick, ne? Es hat nicht einfach nur so ein kleiner Jägerstand oder so, ne? Es hat schon. Naja. Lassen wir das. Obwohl man darf in einem Teenager-Spiel sich ja ruhig als Teenager fühlen, ne? Ja. Weil du bist noch nicht ganz so krass in die Klischees. Noch nicht so die Klischees ganz so krass auspacken müssen. Mal schauen. Und zum Beispiel. Guck mal erstmal rechts runter. Ja, auf jeden Fall. I can see the cave, but not Ren or anybody. What do you think happened to them? They're being stupid. They're just being mean. I can hear Ren now. Let's go to the fort and throw rocks at walls. Great. Die kennen sich echt lange, ne? Sie und er. Ja, okay. Und er war hier scheinbar ja auch schon oft, ne? Der Ren, ja. Let me try. Und da ist auch ein offenes Fenster. Oh, after you. Oh, why, thank you. Ist das hier nicht offen? Ja, geh doch mal gucken. Ja. Well, if you want to do things the easy way, sure. Und jetzt geht sie zurück? Macht's jetzt automatisch. Und? Geht zwischen den beiden was drin? Gute Frage. Also dürften sie ja, ne? Radio. Ja, aber wäre trotzdem ein bisschen weird, ne? Ich denke aber nicht. Okay, ich versuche da erstmal das Ziel. Aber ich denke, sie werden sich sehr schnell anfreunden, auf jeden Fall. Ja, sie sind schon so ein bisschen, ne? Und sie sind sich ähnlich, finde ich ein bisschen. Oder sie haben dieselbe Wellenlänge, sagen wir so. Ja. There's a dial tone, but there's a note here. Does not call out. Please dial station code for service.
Warum sind das eigentlich immer Türme, die irgendwelche Signale weiterleiten? War in dem anderen Spiel Until Dawn auch so, ne? Nada. 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 De nada. Das! Ah! Jesus! Ich will nicht rangehen. Nein. Communications Tower? Alex? Alex, is that you? Yeah, it's me. Oh, Jesus, hoppin' Christ! Thank Vishnu! You guys went into that hole and a bunch of stuff. I have no idea what happened. I just woke up like 15 minutes ago. I saw the light on in the tower thing. Hey, did you know that it's named after some guy named Dick? It's still funny. Ren, how are you calling us? Phones don't work here. It's a code written on this list here. But it's not a normal phone. I can't call out. I'm at the way station or whatever in the woods. It's been like just the worst thing ever. Just DEFCON fuchsia level terror. Ren, are you all right? Like physically all right? Because I know mentally you're probably. No, I'm not. Do I sound all right or do I sound not all right? I probably sound not all right, right? Wait. I think that's the other line. It's like night watchman or something, or they do like check-ins. Wait, Ren, someone's calling on the other line. This is good. Just, hold on a minute. I'm gonna see who it is. Okay, but make it quick, seriously. Hello? Oh, Jesus Christ, Alex? Why are you answering it? This, it says it's an emergency line. Where are you right now? Clarissa. And Jonas is with you, of course. Oh, okay, nein, look, also, Clarissa, Ren's on the other line and sounding like he's about a stub toe away from a total collapse, so if you're at least holding it together, I'm at Fort Milner, und? And I can't... Ruf gleich die nächste an. I don't remember, like, the last hour, and it's, like, sie really sind getrennt voneinander, ne? Ja. Und keiner weiß, warum. I'm trying to call somebody, but I'm in a room with radio stuff that can... It says it can contact Kamina, but I have no idea how to make it work. Can you just come over here and figure this out with me? I don't care if you guys want to stay. I just no, wanna... just come here instead. Fort Milner's all the way on the other side of the island. Yeah, I know it is, Alex, but why would I go to the comm tower when there's a working radio that we can use to get help here? Fort Milner looked huge on the map. Do you know where the... No. And it dies, ladies and gentlemen. Ren, are you still there? Yeah, I guess that'd be too easy. So, want to truck over to Milner first, see about that radio? I mean, Clarissa can be a handful, but gotta take the bitter with the sweet. Ren sounded kinda... Und der ist unser bester Freund, denke ich. Ja, ist gar nicht das Argument, aber ich finde, der war echt ganz schön. Through the forest in Nabren, or we can go und er ist mitten im Wald, da war einer. They're your people. You can decide. Ren. Ja. Ren, ja. Ren needs us more. And he'd kill me if he knew we went to see Clarissa first. Sound logic. Ja, Sound Logic. Safe Run. Weißt du, was auch sehr logisch klingt, Jenny? Ja, wir machen eine Pause. Haha. Ne? Sehr logisch, genau. Bis gleich. Bis gleich.